So, moin zusammen, mein Name ist Stefan Bischoff. Ich bin bei der Bremer Lagerhaus seit 2015 Festangestellter, bin aber schon seit 2013 am Standort in Bremen auf dem LC fest in meiner Abteilung. So, was gibt's zu mir zu sagen? Ich habe ganz normal als Personaldienstleister hier angefangen in der Firma. Bin relativ schnell auch in den Warenausgang gekommen. Habe da sehr viel dazugelernt, was Systemtechnik angeht, wovon ich vorher gar keine Berührungspunkte hatte. Ich befinde mich momentan in einer Weiterqualifizierung zum Koordinator, die hier im LC Bremen stattfindet. Ja, und jetzt durchlaufe ich meine Rotation, lerne nochmal andere Bereiche kennen, nochmal andere Blickwinkel auf die unterschiedlichen Geschäfte und versuche da so viel wie möglich auch mitzunehmen für mich, für meinen Bereich, dass man dann halt guckt, kann man vielleicht etwas, was andere Hallen oder andere Geschäfte machen, auf uns mit übernehmen. So, warum bin ich gerne bei einem Bremer Lagerhaus als Arbeiter oder als Angestellter? Es ist nie langweilig, es ist sehr abwechslungsreich, teilweise auch sehr umfangreich, was man machen muss oder machen kann. Man sieht es jetzt auch an der Weiterbildung, die ich jetzt hier mache zum Koordinator. Die ist auch nicht so klein. Es sind viele, viele Schulungen, wo ich auch nochmal sehr viel lerne, wie ich mit zum Beispiel einer anderen Meinung und so weiter umgehe. Auch was das Arbeitsrecht angeht, worauf ich zu achten habe, was nochmal ganz klar meine Aufgaben sind. So, ich befinde mich ja, wie vorhin schon erwähnt, auch im Qualifizierungscenter, besser gesagt im Qualifizierungsprogramm für Nachwuchskoordinatoren. Ich hatte jetzt vor einer Woche meinen ersten Durchlauf. Dort war ich dann 4 Wochen beim Geschäft Panrepe, was ein ganz anderes Geschäft ist als mein Kerngeschäft, was ich jetzt schon jahrelang mache, wo man dann auch sehr viele schöne Kleinigkeiten gesehen hat, die man dann versucht in den eigenen Bereich mit einzuschließen. Man wurde recht offen aufgenommen, auch von einem bestehenden Team. Ich muss wirklich sagen, es war ein schöner Durchlauf. Also es war jetzt nicht so, ich war nicht fair am Platz, sondern sie haben versucht, mich mit einzuintegrieren, haben mir versucht, ihre Abläufe zu vermitteln. Dann fragt man auch mal nach, warum macht ihr das so, um einfach auch das Verständnis dazu zu entwickeln. Dann habe ich jetzt noch zwei Durchläufe oder Rotationen, nennen wir es ja, hier auf dem LC, wo ich dann auch nochmal in andere Bereiche reinkomme, andere Leute kennenlerne, andere Arbeitsweisen. Und dann werde ich sehen, wie die arbeiten, dann werde ich auch wieder gucken, was kann ich für mich mit rübernehmen, kann ich irgendwas anpassen oder kann ich denen vielleicht sogar einen Tipp geben, wie ich es machen würde. So, und dann werden wir weitersehen, wo für mich die Reise in der Bremer Lagerhaus endet.